Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Schaut mal bitte in die linke obere Ecke. Da werdet ihr sehen, dass mein grüner Kreis und mein Level hier um Level 33 fast voll ist. Das liegt daran, dass uns genau noch 15 Erfahrungspunkte fehlen, um hier Level 34 zu erreichen. Und genau das werden wir heute machen. Ich bin schon gespannt, welche Belohnung wir dann bekommen, wenn wir hier auf Level 34 aufsteigen. Deswegen starten wir hier gleich mal in einen Teamschlag. Ich glaube, Teamschlag ist für mich immer so, ja, das spiele ich gerne, da bin ich mir sicher, dass ich gewinne. Naja, sicher bin ich mir nie, weil ihr kennt hier mein Aim, aber da habe ich bis jetzt, glaube ich, von den Versuchen her die meisten Siege erzielt. Deswegen starten wir heute mal in das Zugdepot und hoffen, wir gewinnen. Denn wenn wir gewinnen, bekommen wir normalerweise 20 Erfahrungspunkte. Und die will ich mir holen. Die will ich mir holen, denn dann schaffen wir es nach einem Kampf hier, ja, im Level aufzusteigen. Schreibt mir mal bitte unbedingt in die Beschreibung Kommentare. Die Beschreibung könnt ihr nicht schreiben, da schreibe ich was rein. In die Kommentare, welches Level ihr gerade seid. Und ja, in der Beschreibung stehen meine Social Media Kanäle. Also wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, gerne Leute. Da schreibe ich auch sehr, sehr gerne zurück. Und da bin ich eigentlich am meisten aktiv abseits von YouTube. Und da hat mich gleich einer mit dem Prototype Eis gekillt. Krass. Das sieht nach einem ziemlichen Pro-Gamer aus hier. Ja, wir beenden das. Sorry, Leute, aber die sind mir hier zu gut und ich will hier einen sicheren Level-Aufstieg. Ja, mir sorry, ich habe hier die 30 verloren. Also sorry an meine Teamkollegen, dass ich hier die Fliege mache. Aber ich möchte hier nicht jetzt 3 Minuten herumspielen. Ich möchte hier so schnell wie möglich hier mein Level abhaben. Die Pizzaheizung ist natürlich nicht gut hier dafür. So, Hit, der hat getroffen, der hat gesessen, dieser Schuss. Dieser auch. Da blinken ja die Gegner immer rot auf. Komm. Yes, da haben wir den Kill. Tod von oben haben wir auch noch gemacht. Schwarze Mamba. Und ihr seht schon, mein Aim, er wird besser. Er wird langsam aber sicher wirklich besser. Auch wenn ihr es nicht glaubt. Yes, so, nochmal Tod von oben. Zweiter Kill. Läuft, trotzdem sind wir hinten. Nicht so nice. So, da oben könnten wir uns einen Rache-Kill holen. Yes, Kill-Unterstützung wenigstens. 5 zu 5. Es läuft. Aber hier hat mich jemand mit den giftigen Pfeilen gekillt. Der Agent Monster. Und das für ein Name. Agent Monster. Yep, der ist weg. Somit haben wir 7 Kills und die Gegner nur 6. Yep. Ja, es gibt hier Waffen auf dieser Map, die man eigentlich nicht spielen sollte, so wie die Pizzaheizung oder auch den Totengräber, den ich hier drinnen habe. Hätte ich eigentlich vorher wechseln sollen, wäre besser gewesen, aber ja. Wir spielen ja sowieso hier mehr mit den Snipern oder mit den Laserpistolen wie den Laserwerfer. So, nur die Treffer zählen. Was auch klar ist. So, Agent Monster, schon wieder. Es ist aber ein ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen. Es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Oh, das ist, glaube ich, ein Mitspieler. Ja. Boah. Aber wir haben den Jetpack zum Glück jetzt aktiviert. Deswegen können wir jetzt gleich losstarten. So, du hast mich gekillt, oder? Nee, ja, daneben. Aber ich habe hier Tod von oben. Und nochmal. Revanche Kill. Ja, yeah, zweimal sehr, 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 sehr gut getroffen. Ohne zu zielen hier damit. Das ist das Gute an den Snipern. Die treffen nämlich sofort, wenn man abdrückt und nicht, wenn die Kugel dort angekommen ist. So, nochmal tot von oben. Und jetzt soll einer noch sagen, ich hätte keinen Aim. Jetzt soll einer noch sagen, ich hätte keinen Aim, Leute. Ich meine, ja, manchmal schieße ich auch so wie ein Besoffener hier vor mich herum. Aber im Großteil jetzt war das jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Da gab es schon mal schlechtere. Schlechtere Runden, um einiges. So, jetzt ist wieder Gleichstand. Was nur los hier? Ah, komm. Ah! Das war jetzt mies, das war jetzt richtig mies. Ich habe keinen Kill geschafft und bin gekillt worden. So, jetzt sind die Gegner deswegen auch vorne. Yes, Kill-Unterstützung so 19 zu 18.
Jetzt könnte ich mal den Totengräber auspacken und da killt er mich mit dem Anti-Champion-Gewehr, den Nexus. Da hat er sich umgedreht, gleich abgedrückt und natürlich getroffen. Ja, yep, Kill-Unterstützung. Was? Die Gegner haben auf einmal 23 Kills? Wo haben die Kills her? 24. Hä? Die waren doch genauso weit hinten wie wir gerade. Wo haben die Kills her? Hey, das finde ich jetzt gerade hier. Wie? Wo haben die plötzlich so viele Kills her? Das finde ich jetzt aber schon sehr bedenkenswert. Das ist jetzt sehr, 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 sehr merkwürdig. Aber na gut, nehmen wir halt einfach mal so hin. Nehmen wir das einfach mal so hin, denken gar nicht drüber nach. Und ich probiere jetzt mein Glück in der Geisterstadt in einem Duell. Das ist sehr bedenkenswert. Hat da irgendjemand eine Erklärung? Bitte sehr gerne in die Kommentare. Ich meine, bei einer Poolparty hätte ich es verstanden, dass da auf einmal ja so ein krasser Spalt ist, weil da stehen ab und zu mal wirklich 5 vom eigenen Team zusammen. Da schießt man einmal mit einer Waffe, die Flächenschaden hat, rein und alle sind weg. Aber hier verstehe ich es wirklich sehr, 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 ja, verstehe ich es einfach nicht. Aber na gut. Wir nehmen es einfach mal hin. Wir nehmen es einfach mal hin. Deswegen, ja, starten wir hier in ein Duell. Da werden wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen. Aber ja, der Gegner spielt hier schon mal mit Raketensprünge. Was mir nicht gefällt. Oh. Oh. Yes, Mecha-Kill! Wir haben jetzt wenigstens 40 Punkte uns geholt. Was bei einem Gleichstand nur von unserem Vorteil sein kann. So, komm. Wir müssen. Wie viel hält der Typ aus? Jetzt mal im Ernst. Wie viel hält der Typ aus? Ich habe ihn vorher schon ein paar Mal mit der Sniper getroffen. Der lebt noch immer. Yes, da haben wir wenigstens einen Revanche-Kill. Wie gesagt, da wir auch vorhin den Mecha-Kill hatten, hatten wir schon 40 Punkte. Dann jetzt auch noch die Revanche. So, ich hoffe, der Gegner bekommt keinen Mecha-Kill und ich kam da vorher raus aus meinem Anzug. Und wenn ich den nächsten Kill noch schaffe, wäre es cool. So, ich habe den, glaube ich, getroffen gerade mit diesem Schuss. Yes! So, Doppelkill. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben jetzt einen Vorteil. Wir haben jetzt den Vorteil. Yes, Mecha-Kill. Das Vulkanherz ist so OP. Und jetzt brennt er. Er brennt. Huch. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Aber ich habe zum Glück den hier. Er versteckt sich in irgendeinem Haus. Ist da? Da ist er. So, 10 Sekunden. Ich will mich jetzt eigentlich nur verstecken. Denn wir sollten das gewinnen, obwohl wir hier... Obwohl es hier unentschieden steht. Yes! Ja! Sieg, Leute. Und somit sollten wir jetzt endlich Level 34 erreichen. Alle mal Hashtag Level 34 bitte in die Kommentare spammen. Woo! Belohnung, 10 Erfahrungspunkte. Wir brauchen hier nur noch 10. 2 Schlüssel bekommen wir auch. 2 Münzen auch. Yeah! Sehr, 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 sehr gut. So, Level 34, da haben wir es. Da haben wir Level 34 erreicht. Und die Belohnungen sind ganz okay. Ich habe keine Edelsteine mehr. 20 Edelsteine und 80 Münzen. Es wäre natürlich cool, wenn da ein bisschen mehr wäre. Man schaltet ja auch nichts Neues frei bei Level 34, was eigentlich nicht so cool ist. Aber na gut, Leute, besser als gar nichts. Besser als gar nichts, auch keine bessere Rüstung oder irgendwas. Und somit sind wir endlich Level 34, was ich sehr cool finde. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Schlüssel erhalten. Somit können wir hier 2 Truhen sogar öffnen. Nicht schlecht. 2 Truhen hier öffnen. So, du kannst bekommen. Ich bekomme hier einen Teil von der A-Spur. Okay, ich habe eigentlich eine coole Blätterspur, deswegen bin ich jetzt nicht auf diese angewiesen. Und dann bekommen wir auch noch wahrscheinlich einen Teil, ja, vom Roboter. Dann haben wir noch viel vor uns, dass wir das hier auch alles sammeln können. Aber, ja, na gut. Ist halt so. Ja, Leute, wie gesagt, alle Hashtag Level 34 bitte in die Kommentare spammen.
Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Mir hat's auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, hier zuzusehen. Und jetzt weißt du endlich, was es hier als Belohnung gibt, wenn man Level 34 erreicht. Naja, gibt schon mal Besseres. Aber gut, vielen, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben geben. Falls du neu bist, unbedingt ein Abo da lassen. Und falls du kein Video und keinen Stream mehr verpassen willst, unbedingt dann die Glocke aktivieren. Dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe oder ein Video von mir online kommt. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.